Heimatkreis Saaz an der Eger, endlich Einweihung einer Gedenktafel in Bostelberg. Am 3. Juni 2010 um 17 Uhr wird die Gedenktafel zur Erinnerung an das Massaker und andere Morde in Bostelberg und Umgebung im Juni 1945 auf dem dortigen Friedhof enthüllt werden. Damals wurden in einem Massaker ca. 800 sudetendeutsche Personen, meist Männer, umgebracht und in Massengräbern verscharrt. Weitere Morde geschahen im weiteren Umkreis, insgesamt ca. 2000 Tote. Wir werden an dieser Gedenkfeier teilnehmen und fahren am 3. Juni nach Saaz und Bostelberg. Nach 4 Stunden Fahrt erreichen wir Bodersam. Ich muss heulen. Unser Haus ist total renoviert und schön hergerichtet. Hier oben, hinter dem Balkon, wurde ich geboren. Auf der linken Seite war mein Kinderzimmer. Unten war unser Wohnzimmer. Ich sehe es im schönen neuen Gewand. Toni, du wirst dich freuen. Hier hinten ist alles weggerissen. Unser Garten, unser Hinterhaus existiert nicht mehr. Aber das Nachbarhaus und der Vorgarten ist erhalten geblieben. Und meine Schule steht in München. Da habe ich Klavierunterricht gehabt, da vorne das Haus. Und da unten ist dann der Marktplatz. Fahren wir da über den Marktplatz? Oder? Ja. Ja. Ja, das habe ich nicht gesehen. Und da waren wir dann rausgeschmissen und da oben in dem Pfaffhaus haben wir dann in der Dienstbodenkammer gelebt bis zur Ausweisung in dem grauen Haus. Und dahinter ist das Gefängnis und da war mein Vater im Gefängnis. Die Sonne. Und das ist die Sonne und das ist die Rose gewesen. Und das war die Rose da, ja. Und da oben im zweiten Stock mussten wir ein paar Monate hausen. Und darauf geht es zur katholischen Kirche den Weg. Ja. Der war im Gefängnis hier. Und hat Glück gehabt, dass er überlebt. Konnte mit uns ausgewiesen werden. So, jetzt fahren wir Richtung Flöhau, oder? Wie geht es da raus? Wir fahren jetzt von der Rechtswecke. Ja. Aha. Die Euphemismen aufs Auge drücken. Und dann bist du. So, jetzt fahren wir schon Richtung Saaz. So, jetzt erreichen wir Saaz. Gestern immer zu Fuß nach Rheinschöres gegangen. Sobald wir beim Wasserreservoir da waren, dann hat man schon Häuser sind jetzt alles Neubau. Bist du gerne fahren zu uns? Ja, aber wir sind nicht zu arbeiten. Ja. Meine Großmutter väterlicherseits das heißt, war eine Schwester von Hubert seinem Vater. Das war dann auch Lager für alte Leute. Was ist das für Firma, Tesco? Das ist ein Einkaufszentrum. Hat das zur Stadt gehört? Und jetzt kommt das Siechenhaus. Ja. Da ist ja jetzt das Krankenhaus da. Ja, da gehen wir ja ins Krankenhaus. Da vorne, das war Siechenhaus. Altersheim, ja. Hat dann ein Siechenhaus gewesen. Ja, das da. Geht man ins Krankenhaus rein. Ja, da vorne. Da vorne ist das. Das ist aber neu nach Krieg. Das ist das Krankenhaus. Das Krankenhaus. Ja, das Neue. Ja. Sieht aber gar nicht neu aus. Da steht ja Poliklinik. Ja, und da ist der Parkplatz. Da ist, hast du geparkt da vorne. Wir waren da hinten drin. Da hinten ist meine Tochter auf die Welt gekommen.
Das ist eine Krankengasse. Nach unten kann man ja nicht mehr rein, vom Mark aus. Da kann man nicht mehr rein. Nein, von dem Stadtwerk aus kann man nicht mehr ins Krankenhaus. Das müsste es da sein. Was ist denn da für die Jugend? Jetzt kommt das Museum von Dr. Fötisch. Ja, super, die Evangelische Kirche. Da war doch das hier für die Kinder. Da war viel dann die Gesetz drin. Das war das Leute nicht getragen. Das war das Museum, immer Museum. Da haben nie Leute getragen. Da war der Krebner, der da. Ja, der Krebner. Ist denn da das Gymnasium gewesen? Eine Parallelstraße. Das Gymnasium ist oben eine Parallelstraße. Da waren wir nämlich, als wir vertrieben wurden, dann haben wir da eine Zwischenstation gemacht. Unser Transport vom Postelberg aus. Ja. Da sind wir vom Postelberg hierher gelaufen. Der ist weg, der ist da. Naja, wir sind es auch. Gehen uns zurück. Die Fee war da drin. Und die Lisa auch. Da war mein Vater schon in der Schule. Direkt an der. Und da war euer Vater Direktor. Und jetzt kommt die Schule. Und da war das Lager. Dann drin. Aussiedlungslager. Von da aus bist du entlassen worden. Von hier aus. Das war die Volks- und Bürgerschule. Volks- und Bürgerschule. Da sind wir vertrieben worden von hier. Ja. Das war die letzte Station. Nach Deutschland. Bei uns auch. Das ist. Das ist Kloster hier, ne? Ja. Klosterkirche. Da war der Standort. Und da drin waren auch arme Leute. Ja, da hinten, ja. Und das war waren zur Werkstatt. Das war der Langhof. Langhof war das. Da sind die Häuser weggerissen. Das war Melzerhaus. Das ist aber noch alt. Da ist weggerissen. Ja. Das ist aber noch. Das war die Bezirkshauptmannschaft. Ja, das stimmt. Das war mal da, das war das Melzerhaus. Wir fahren jetzt rechts. Wir parken dort und wir essen ja dort gleich. Da drüben ist da. Da essen wir, ja. Da steht der Benesch, liebe Freunde. Ja, diese kleine Büste. Ist er noch da? Ja, da ist er ja auch überlegt. Und er hat auch so schöne Blumen noch. Gar nicht hinschauen. Jetzt gibt es sogar ein Batja, bitte. Batja, Schuhgeschäft. Das ist Schwarze Adler. Hotel. Ja. Schwarze Adler. Und der Bus. Das Hotel ist auch sehr schön renoviert. So, wir warten jetzt auf den Bus, der uns nach Postelberg bringen wird. Und hier sind wir untergebracht. Im Hotel zum Schwarzen Löwen. Sehr schön neu renoviert. Wir sind im dritten Stock und haben ein super Zimmer. Hier vis-à-vis, hier hinten in der Straße, hat Helmut gerade erklärt, ist das Stadttheater von Zarz auf der linken Seite hinten, das letzte Gebäude. Vorher ist, das war früher mal das Gericht und der querstehende Bau, das gelbe Haus, da hatte Fatih sein Notariat drin. Das war das Notariat. Morgen werden wir hier noch einen Rundgang machen, dann kann ich alles näher. Gleich um die Ecke ist hier der Marktplatz mit dem Rathaus und die Arkaden. Auch hier schon sehr schön renoviert. Das ist Peter Klepsch mit Helmut im Gespräch, der das Ganze hier organisiert hat. Berg noch.
ist dazu gekommen. Also die vier offiziellen Grenzen und dann wird, glaube ich, irgendwas zu und dann kann alles. Da war doch der Pimpel, da ist alles weggerissen. Da war der Pimpel, da war der Pimpel-Eck. Ja, da können wir runter und da können wir. Wir können beide. Dann fahren wir mal rechts, ne? Ja, gut. Das war ja mein Hier dann im Rot. Hier dann im Rot. Wir können hier Eiserberg. Das ist ein Schranzmagazin gewesen. Franz ist in Ordnung. Das steht oben bei der evangelischen Kirche. Die Lastenkoststraße. Heißt ja jetzt wieder, das ist alles noch die Drehscheibe Lastenstraße. Und Seid ihr da durchmarschiert, Peter? Ja. Bitte? Seid ihr da durchmarschiert? Jawohl. Ja. Erzählen Sie mal bitte was. Auf den Eiden gab es einen Maikäfer. Dem Weg. Das ist ja alles weggerissen. Da waren früher andere Sachen. Das war mein Großvater da hinten. Das war der Eckmüller. Die Schule und das Lehrerhaus. Vom Lehrer Müller. Zettlitzer Wirtschaft? Ja, und der Zettlitzer, jawohl. Die Schmied. Ein bisschen was weiß ich auch noch von Starkowitz. Der Schwager ist doch von hier. Da wohnen irgendwo noch Bekannte von mir da in Zürnau. Zwei Kolonnen marschiert. Die links und rechts vom Ringplatz waren, die sind mit getrennter Zeit abmarschiert. Und wir waren die Erste, also rechts Richtung Rathaus. Wir waren die erste Gruppe und uns haben sie bis zum Bahnhof gebracht. Dann durften die alten Männer über 65 nach Hause. Das heißt, die durften nicht haben, die haben sie gleich ins Ding gebracht. In den Frosch. Und was hieß das im Frosch? Das war die ehemalige, das war das Clubhaus von den Sokolen. Und das war schon eingerichtet irgendwie, da haben sie es schon drauf eingerichtet. Und das ist tot, oder? Wir mussten am Stegberg dann auf die nächste Kolonne warten. Und da haben sie uns erst einmal die Uhren weggenommen. Und was wir heute so hatten, haben gesagt, ihr werdet nie mehr in eurem Leben eine Uhr brauchen. Und neben mir war der Gleiser, der Juwelier, der hat einen Wildlederbeutel voller Diamanten gehabt. Und den hat er dann, der Giebitz Heiner hat es auch gesehen, hat in ein Hamsterloch reingesteckt. Hat mir aber vorher einen Einkaräter gegeben und gesagt, der gehört deiner Mutter, den habe ich zum Fassen gekriegt. Den habe ich da jetzt zurückgegeben. Durch Postelberg gebracht. Mit einem Messer, das ich heute noch, siehst Frau, das Messer habe ich da abgelassen. Da war der Petroluk, der war in Stankowitz immer beim auf Vogelwies, also am Fest, die Schaukeln hochschieben. Und er hat mich kennt, wie wir jetzt durchgefilzt worden ist. Sagt er zu mir, dich gab sich nicht aus. Und dadurch habe ich es durchgebrochen. Doch ist sozusagen selektiert worden. Wir müssen wir jetzt Richtung Prag jetzt da fahren oder Prag aus Weiden? Ja, Prag. Richtung Prager Stück. Ja. Sind selektiert worden. Und naja, von denen, da haben sie die Gruppe, die sie für todeswürdig gehalten haben. Diese Gruppe ist in einen Sondertrakt gebracht worden mit Stacheldraht und die sind alle umgebracht worden. Es waren ungefähr 600 Leute. Ne? Und der Rest ist entweder nach Brüx gekommen oder zur Landwirtschaft
Und ein paar Hansele sind nach Salz zurückgekommen. Da war ich dabei, der Jägerhans war auch mit dabei. Und ich habe dann durch Beziehungen bin ich nach Stankowitz rausgekommen und hatte dort sozusagen eine windstille Ecke. Da müssen wir vor der Bahn links abbiegen und dann wieder rechts. Friedhofsgasse auf und dann rechts, dann sind wir schon leicht durch. Ist jetzt die Straße schon hier oder weiter unten noch? Dann ist die weiter unten, aber wir können die auch schon reinfahren. Wir können hier schon reinfahren. Sind Sie in Fürstenfeld, gell? Tolle Eichenallee. Also wenn ich da herkomme... Stopp mal! Jetzt nähern wir uns dem Friedhof. Ja, das haben sie auch. Da fragst du mich, was reicht das? Was ist da? Die sich eben punktuell irgendwo auf dem Schaufel fahren. Naja, das hier, Herr Bipping, war ein absolut inszenierter Mord. Sollen wir hier links vorfahren oder hier rechts stehen bleiben? Ich weiß es. Aufzusterben. Das sind ja andere Dinge schon sehr viel und sehr oft produziert worden. Und das ist eines der Dinge gewesen, die immer, ich möchte sagen, ich mache den Chef nicht einmal so den Vorwurf in Deutschland auch. Ich bin weg. Jetzt wollte ich wieder angefangen zu heulen. Bitte. Ja, ein Klebscher. Ja, das ist ja unser. Das will ich ständig mit uns. Herr Rudolf Breyer aus von der römisch-katholischen Gemeinde Apostolopatrie machen. A rozloučíme se opět písněmi našeho pěveckého sboru. Und zum Abschluss wird uns wieder unser Chor dann den Abschluss machen. Hochwürdiger Herr, sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrter Herr stellvertretender Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren. Es ist mir eine Ehre, im Rahmen der heutigen Veranstaltung sprechen zu dürfen. Wir haben uns hier anlässlich der Enthüllung der Gedenktafel zur Erinnerung an die unschuldigen Opfer des sogenannten
Postelberger Massakers im Frühjahr und Sommer 1945 getroffen. Přál bych si, aby pro celé Postoloprty se tento pomník... Würde mir wünschen, dass dieses Denkmal für die ganze Stadt Postelberg zu einem Symbol der Verurteilung des Schlechten und Bekennung zum Guten wird. Mit der Verurteilung des Schlechten meine ich vor allem den Krieg, den Zweiten Weltkrieg. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die es im Sinne von Clausewitz neigen zu sagen, dass der Krieg nur eine Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln sei. Ich gehöre aber zu den Menschen, die den Krieg und was mit ihm verbunden ist, radikal ablehnen und neige mich zu der Ansicht des tschechoslowakischen Außenministers Jan Masaryk, der sagte, die Welt könnte sehr schön sein, gäbe es keine Kriege. Aber in jedem von uns gibt es etwas Schlechtes. Und im Krieg bricht das Schlechte in uns aus. Wenn es Frieden gibt, dann können die Lehrer, Mütter und sonstige Engel so manches machen, um das Schlechte aus uns herauszuholen. Aber dann kommt der Krieg und macht aus uns wieder Tiere. Und deshalb hasse ich die Kriege. Nicht so für das Morden, sondern für diese Degradierung des Menschen. Und den Worten von Jan Masaryk kann ich mich nur anschließen. Postoloprtský masakr je příkladem této degradace. Ein Beispiel für so eine Degradierung. Der Mensch fragt, wie konnte es dazu kommen? Wie ist es möglich, dass hier mehr als 763 Einwohner erschossen wurden, nur weil sie Deutsche waren? Wie kommt es, dass Postelberg zum Ort eines der größten Massaker der deutschen Zivilbevölkerung wurde? Was ist hier eigentlich passiert? Odpověď na to, co se stalo v poválečném... Nach Antworten darauf, was in der Nachkriegs-Tschechoslowakei geschah, müssen wir aber gerade in den Kriegsjahren suchen. Nach 6 gruseligen Jahren des Krieges entstand eine neue Zeit. Das Land wurde vor den Okkupanten befreit und seine Einwohner waren voll von Idealen und Hoffnungen in bessere Zukunft. Freude über das Kriegsende, aber gleichzeitig auch ein Kriegstrauma. Das waren die stärksten Gefühle, die unsere Gesellschaft beherrschten. Na jedné straně to bylo obrovské. Einerseits herrschte hier riesige Begeisterung, andererseits wieder riesige Anarchie und Chaos. Das war aber verständlich. Nach 6 Jahren ist die Zeit der Abrechnung gekommen, eine besondere Form unserer tschechoslowakischen Revolution, die sich daraus ergibt, dass wir eine kleine Nation sind, die der Vernichtungsgefahr trotzte und lange darauf warten musste, um sich zu erweisen. Die Menschen waren durch die Freiheit wie betrunken, voll von Euphorie und Begeisterung. Es kam zu sogenannter